Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim M1M Tech Channel. Mein Name ist Marc und bei mir gibt es heute endlich mal wieder was von Marshall auf die Ohren. Die haben mit dem Monitor 2 einen neuen Over-Ear-Kopfhörer am Start, der neben der klassischen Marshall-Optik auch noch über eine aktive Geräuschunterdrückung verfügt. Fangen wir klassisch mit der Verpackung und dem Lieferumfang an. Neben dem Kopfhörer legt Marshall noch einen Transportbeutel bei, ein Ladekabel, ein 3,5er Klinkenkabel und natürlich meine beliebten Beipackzettel. Ich kann einfach nicht anders, ich muss das Marshall-Design immer wieder feiern. Bereits bei den Lautsprechern hat mir das einfach richtig gut gefallen und jetzt war es mal Zeit zu hören, was die Monitor 2 mit aktiver Geräuschunterdrückung so drauf haben. Denn Design ist ja am Ende des Tages auch nicht alles. Marshall bleibt sich, was das angeht, absolut treu und bringt eine Optik, die typischer nicht sein könnte. Die Ohrmuscheln sehen original aus wie zu heiß gewaschene Marshall-Amps und genau diese kleinen unverwechselbaren Details findet man hier am Monitor 2 überall wieder. Es handelt sich von der Bauform um einen Over-Ear-Kopfhörer, die Ohren werden also komplett umschlossen. Die Ohrpolster sind sehr weich, mit Kunstleder bezogen und bieten auch großen Ohren ausreichend Platz. Angenehm ist ebenfalls die geringe Wärmeentwicklung an den Ohren während des Tragens trotz geschlossener Bauweise. Der Kopfbügel ist ebenfalls sehr weich gepolstert und auch mit Kunstleder bezogen. Die Materialqualität ist ausgezeichnet, alles wirkt sehr hochwertig, dennoch zeitgleich robust und gewohnt retro. Die Steuerung direkt an den Kopfhörern hat Marshall zentriert und absolut klasse umgesetzt. Der messingfarbene Multifunktionsknopf hat es in sich, was den Funktionsumfang angeht. Er lässt sich reindrücken und in vier Richtungen bewegen. Damit lässt sich dann Play, Pause, Titel vor, zurück, laut, leise steuern. Und ja, sogar durch Halten könnt ihr Titel vor- bzw. zurückspulen. Ich bin jetzt schon ein Fan davon. Damit aber noch nicht genug. Marshall bringt noch zwei weitere Tasten am Kopfhörer unter, die aber so genial platziert sind, dass man sie beim ersten Hinsehen überhaupt nicht wahrnimmt. Na, habt ihr sie gesehen? Genau, in der Verschraubung des Bügels sitzen die Tasten auf beiden Seiten. Die linke Taste ist für die aktive Geräuschunterdrückung und die Monitoring-Funktion, also ein Transparenzmodus, bei dem Geräusche von außen durch die Mikros aufgenommen und gezielt in den Kopfhörer eingespielt werden. Die rechte Taste könnt ihr über die App mit verschiedenen Funktionen selbst belegen, zum Beispiel unterschiedliche Equalizer-Presets. Das ist mal richtig gut und vor allem praxisgerecht gelöst. Zeit, die Kopfhörer aufzusetzen und über den Tragekomfort zu sprechen. Der Monitor 2 sitzt sehr angenehm auf dem Kopf, geringer Anpressdruck und dennoch sitzt er fest, ohne zu verrutschen. Ich habe schon viele Kopfhörer aufgehabt und diese Teile gehören auf jeden Fall mit zu den bequemsten, auch nach längeren Sessions. Und das bringt uns nun auch endlich zum Wichtigsten, denn es geht ja letztendlich um den Klang. Ich muss dazu vorweg sagen, die Teile haben mich echt mehrfach überrascht. Es arbeiten hier 40 mm große dynamische Treiber, also eigentlich erstmal nichts Aufregendes, aber die klangliche Abstimmung der Treiber ist es, die sich hier von der Masse deutlich absetzt. Marshall bringt einen warmen Klang, den ich als recht ausgewogen, fast schon etwas neutral bezeichnen würde. Die leichte Badewannenkurve, also angehobener Bass, Mittensenke und ein Push in den Höhen, findet sich zwar auch hier, aber in einer gelungenen Kombination. Der Klang ist sehr flexibel und macht bei vielen Musikgattungen Spaß. Der Bass ist knackig, aber nicht aufdringlich und kommt, wenn er kommen soll. Die maximale Lautstärke ist gut, könnte aber für mich persönlich noch einen Tick mehr Power vertragen. In der App kann der Klang aber auch noch per Equalizer angepasst werden. Die App ist kostenlos für Android und iOS verfügbar. Ich zeige euch das Ganze hier gerade am iPhone. Die App ist vom Look ebenfalls typisch Marshall. Die Funktionen sind leicht zu finden und erstrecken sich über eine Klangpersonalisierung in Form von verschiedenen Presets und einer freien Einstellung nach euren Vorlieben. Insgesamt könnt ihr dabei drei unterschiedliche Presets speichern, die ihr dann am Kopfhörer per M-Taste durchschalten könnt. Alternativ könnt ihr die M-Taste auch mit dem Sprachassistenten belegen, um darauf schnell Zugriff zu haben. Neben einigen weiteren Einstellungen gibt es auch eine Feinjustierung der aktiven Geräuschunterdrückung in 10 Stufen. Und das bringt uns auch schon zur nächsten Frage, wie gut ist das ANC bei den Monitor 2? Der Markt für aktive Geräuschunterdrückung ist hart umkämpft und von ein paar wenigen Platzhirschen auf den Top-Positionen in fester Hand. Die Monitor 2 liefern eine gute Leistung im Bereich von tiefen Frequenzen, die treffsicher herausgefiltert werden. Typische Anwendungsbereiche wie Zugfahrten, Flugreisen oder auch Autofahrten werden dadurch deutlich leiser und angenehmer. Auch mittlere Frequenzen, zum Beispiel von Stimmen, packt das ANC noch ganz gut, wobei man Gespräche aber trotzdem noch hören kann. Je höher die Frequenzen dann werden, desto schwerer wird es für Marshalls ANC. Ohne Musik hört man vom ANC ein leichtes Rauschen, was aber mit Musik nicht mehr auffällt. Einen unangenehmen Druck konnte ich auf den Ohren nicht feststellen. Was sehr positiv ist, das Klangbild wird vom ANC nicht verfälscht und das ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich. Auch nicht selbstverständlich ist eine gute Verständigung beim Telefonieren und in dem Bereich punktet der Kopfhörer ebenfalls. Ich kann meinen Gesprächspartner sehr klar verstehen und auch ich werde sehr gut verstanden. Das
das passt auf jeden Fall. Punkten kann Marshall auch mit der Akkulaufzeit, die bis zu 45 Stunden ohne aktive Geräuschunterdrückung reicht. Mit aktivierten ANC reduziert sich die Laufzeit auf immer noch sehr gute 30 Stunden. Aufgeladen wird per USB-C, auch das ist ja leider noch nicht selbstverständlich. Erfreulich also, dass es hier am Start ist, ebenso wie eine Schnellladung, bei der nach 15 Minuten bereits 5 Stunden Spieldauer wieder vorhanden sind. Eine komplette Ladung dauert dann um die 2 Stunden. Auch ohne Akku könnt ihr die Kopfhörer per Klinkenkabel nutzen und werdet dann auch noch mit einem besseren Klang belohnt. What? Richtig gehört. Per Kabel und Zuspieler steigt die Klangqualität nochmal um ein Level an und begeistert regelrecht mit Dynamik und Stereo-Darstellung auf hohem Niveau. Probiert es mal aus, wenn ihr die Teile schon habt. Fazit: Die Marshall Monitor 2 ANC haben mich im Test mehrfach positiv überrascht und machen vieles richtig. Gerade zum aktuellen Kurs von rund 230 Euro solltet ihr euch die Teile mal näher anschauen, wenn ihr auf der Suche seid. Links packe ich euch in die Videobeschreibung, checkt das also gerne mal ab. Jetzt bin ich gespannt, was ihr zu den Marshall-Kopfhörern sagt. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare und wir quatschen drüber. In diesem Sinne, ich empfehle mich. Adios!